wird Fett geholt. Ach nee, hier wird gebraut. So ein ganzer Sack Hopfen ist cool. Nicht gerade nett, oder? Ja gut, eine ganze Stadt Osaram, die saufen wahrscheinlich ordentlich was weg. Da ist Bedarf. So, und was bist du? Ah, du bist irgendein Alchemistentränkemeister, was wir auch noch nicht benutzen dürfen. Die Taverne ist cool. Du hast recht. Das nächste Mal springe ich dir. Ah, Retterin. Hierher. Nehme was von diesem Bild. Ich hab gehört, du wurdest im Steinbruch gefeuert. Ein kleines Nickerchen und die verdammte Sch... Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahllicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Ich habe beachtlicher Lohn gehört. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osaram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osaram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Wieso hilft es Alvand, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osaram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvand genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Osaram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvand dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Das ist doch keine Wahrheit. Ich weiß nicht, ob der jemals aufhört, Scheiße zu labern, aber wir können es ja mal versuchen. Wollte Petra nicht auch hier irgendwie auf uns warten? Dafür habe ich jetzt gar keine Quest. Guck mal in Richtung von diesem Maschinenstreit. Vielleicht ist sie das.
alles größer als du. Wir haben doch Karten. Aloy, hast du jetzt doch Lust auf ein Getränk? Oh, das riecht gut. Will niemand Streit spielen? Nein? Oh Gott, Minigames. Irgendwer? Ah, ist dir nach einer Partie Streit, Schwester? Ich baue das Brett auf. Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tenakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Uiui, das sieht kompliziert aus. Was kriege ich, wenn ich gewinne? Metallscherben und irgendwo Fertigkeitspunkte. Okay, lassen wir uns erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Lossar, um Gottes Willen. Was ist das ganze Regelbuch? Also man kämpft irgendwie mit Maschinenfiguren gegeneinander. Wird die Maschine des Gegners zerstört, egal durch wessen Hand, wird ihr Wert zu deinen Siegerpunkten hinzugefügt. Gottes Willen. Anfang des Spiels wählen beide Spieler ein Set Figuren aus, mit dem sie spielen möchten. Jeder Spieler platziert diese Figuren dann auf den zwei Reihen, die ihm am nächsten sind. Der Web beginnt. In jeder Runde zwei Maschinenfiguren einsetzen. Diese können jeweils nur einmal pro Runde verwendet werden. Eine Maschine entweder zuerst in ein anderes Terrain bewegen oder angreifen. Gott, das klingt so kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe alles. Eingesetzte Maschinen müssen nicht angreifen, sie müssen sich jedoch bewegen, um eine Runde abzuschließen. Der Spieler kann eine Maschine ein Terrain weiter als deren normale Bewegungsreichweite bewegen, wenn er sich entscheidet, keine gegnerische Maschine anzugreifen oder zu weit weg ist, um einen Angriff auszuführen. Das nennt sich Sprinten. Der Spieler kann entscheiden, die Gesundheit einer Maschine zu opfern, um eine gegnerische Maschine anzugreifen oder seine Maschine zu bewegen, wenn alle anderen Aktionen ausgeschöpft sind. Und Kraft, Graslandterrain. Jeder Terraintyp beeinflusst die Kampfkraft deiner Maschine. Okay. Wie fasst denn noch alles? Es ist ja schön, wenn sie Minispiele einbauen, aber warum muss das so kompliziert sein? Ich habe gerade nicht die geistigen Kapazitäten, um mich in dieses Spiel einzulesen. Wenn du es dir anders überlegst. Lass ihn mir deins ja auch. Das mache ich vielleicht bei Gelegenheit mal, aber gerade nicht. Weißt du was? Ich wusste zu. Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich habe nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Ah, zischt durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Such dir was aus. Wir müssen die Opfer der Dornrücken begraben. Dann der Arbeitsstopp. Alvand, der mit seinem Konzessionsdekret nervt. Hey, die Waffen vom Tisch! Ah, nicht so wichtig. Nichts, was ein kaltes Getränk und ein paar Kopfnüsse nicht regeln könnten. Also die Dornrücken im Schrecken. Wo sind sie hergekommen? Das ist es ja. Wir wissen es nicht.
Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Aber ein paar Gardisten sollen hinter ihnen her sein. Sind sie hier durchgekommen? Sie haben hier Vorräte gekauft. Alvand war nicht sehr erfreut. Er kann die Dornrücken nicht mehr zu seinem Vorteil nutzen, wenn sie Erfolg haben. Aber was nützen Alvand die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Alvand den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Und die Leute nehmen ihm das ab? Viele haben während der roten Raubzüge unter dem verrückten König gelitten. Der kleinste Grund reicht, um die Kaja an den Pranger zu stellen. Verdammte Kaja-Sklavenhalter. Ich dachte, du wärst wieder ein Freihalter. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Seitdem schlage ich mich so durch. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee. Glühende Schmieden verlässt man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Was Alvand angeht. In dieser Gegend geht alles um Alvand. Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier, wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz. Also verschaffte er sich in Hauptquellgeld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kaja-Land ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit zurückfordern kann. Deshalb will er unbedingt, dass der Magistrat ein Konzessionsdekret unterschreibt. Dieses Konzessionsdekret, was ist das genau? Und was hätte Alvand davon? Eine Mauschelei, das ist es! Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das würde bedeuten, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht, mit ihren Scherben ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alvand Anteile an allen Rechten hat, wäre er dann reicher als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde. Und Alvand könnte sich genug Stimmen kaufen, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Wenn er weiter Druck macht, wird der Magistrat wohl unterschreiben. Tja, ich muss jetzt los. Danke für den Drink, Petra. War schön, dich zu sehen. Jederzeit, Flammenhaar. Oh, die gute Petra. Nun gut, dann gucken wir mal. Wo sind denn die ganzen Quest-Sachen? Da, genau, Erend müssen wir auch noch suchen. Erend suchen, da drüben ist der Steinbruch mit den Dornrücken. Und was ist da unten? Achso, Waschbären. Und da können wir die Pfanne suchen. Dann können wir hier nochmal einen kurzen Umweg machen, nach der Pfanne schauen. Und dann können wir uns hier unten mal um die ganzen Sachen kümmern. Kann ich gleich mal meine geupgradeten Waffen ausprobieren. Was quasselst du denn da? Hey, wir haben doch Karten. Kurz speichern. Ich glaube, das ist deine Runde. Stück Papier. Meine Runde kann es nicht sein. Okay, lass her. So, und hier kann man irgendwo da oben raus. Da. Ah, der Turm da oben. Da war ich noch nicht, okay. Ignorierst du mich wieder? Ah, was ist denn da drüben? Was? Ein Ausrufezeichen. Er kann uns doch nicht einfach ignorieren, oder? Wegen ihm wären wir fast gestorben. Sieh uns doch mal an. Was sollen wir denn machen? Ihn mit Arnulfs Krücke bewerfen? Ihr habt sehr geschafft, wie ich sehe. Hammer und Zange. Allerdings, Jägerin. Sie haben mir von deiner Sprengung erzählt.
Lokov hat noch gezittert wie ein Zweiglein. Hey! Wichtig ist nur, dass alle am Leben sind. Aber nicht dank Ulvand. Habt ihr schon mit ihm geredet? Wir sind auf der Warteliste. Er traut sich nicht, uns alle gleichzeitig vorzulassen. Wir müssen zusammenbleiben, falls er seine Schläger auf uns hetzt. Ihr seid doch schon verschwunden. Ich kann mich um Ulvand kümmern. Ihr müsst nicht bleiben. Wissen wir, du alter Hammer. Passt auf euch auf. Nein. Oje, die tun mir alle so leid. Geruch gibt's hier auch mehr als genug. Ich kümmere mich schon um Ulvo und dann ist Ruhe. Ich hätte gern mehr Spätschichten. Das geht mir genauso. Keine Sorge, den kriegen wir los irgendwie. Ah, der Turm da. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich wieder klettern. Fräulein Aloy, möchten Sie sich bewegen? Nein? Möchten Sie hier rum, eventuell? Okay, schon eher. Okay. Obenrum ist wieder ein Färbemittel, glaube ich, sind immer die Dinger an den Klippen. Das gebe ich einem Färber. Genau. Kiste. Gib. Vertreib mal nicht so. Leiter. Leiter, Leiter. An denen komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich das erstmal. Okay. Blockierter Weg. Irgendein Kraut wächst da. Das können wir irgendwann wegmachen. Interessant. Brauchen wir da vielleicht Feuer dafür? Feuer gegen Unkraut klingt doch eigentlich logisch. Gut, dann kommen wir bei Gelegenheit hier nochmal vorbei. Eigentlich einige dieser Haufen durchsucht, wo die Pfanne drin sein sollte, aber vielleicht spawnt die halt erst, wenn man die Quest hat. So. Vielleicht kann der uns ja dann auch beibringen, selber zu kochen. Dann können wir uns unterwegs immer irgendwie schön was lecker was machen. Okay, ja, das macht schon ein ganzes Stück mehr Schaden. Ja, das ist nice. So gefällt Lila. Mir das. Milduf meint, dass ich in ihrem Schrott eine Metallplatte finde. Waschbär.
Oben ist auch einer. Boah, Insta-Kill. Das war stark. Nice. Cool. Ich fühle mich stark. Okay, und jetzt zu den Schrotthaufen und der Metallplatte. Alles meins. Ich glaube, ich habe alles, was Mildo wollte. Das ist gut. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ah, ich gebe die Quest aber, glaube ich, noch nicht gleich ab. Ich gehe einfach weiter direkt nach Erin suchen. Dann können wir alles auf einen Haufen abgeben, wenn wir wieder zurück in die Stadt kommen. Ah, da muss ich aber erst die Quest aktivieren. Da oben ist wahrscheinlich noch ein Signalturm. Da hebe ich mir die Signaltürme erstmal auf für den Moment. Wenn ich herausfinde, wo die Maschine herkommt, kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken. Erlegen reicht mir erstmal schon für den Moment. Überbrücken geben wir uns für später auf. Wie einfach da stehen und mich angucken, während ich in ihre Einzelteile abschieße, ist es irgendwie lustig. So, das war's dann. Ah, ich habe die Waschbärteile für die Munitionstasche. Das ist sehr gut. Das brauche ich dringend. Und ich musste nicht mal extra nach Waschbären suchen. Die sind mir einfach über den Weg gelaufen. So habe ich das am liebsten. Hinten irgendwo haben sie Erin zuletzt gesehen. Genau, das war das hier mit den Schweinchen. Da haben wir bis jetzt ja noch keine gesehen. Keine lebenden zumindest. Wird aber bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Kaputte liegen hier ja einige in der Gegend rum. Nichts mehr. Oh hey, Stufe 7 erreicht. Nice. Also das mit dem Leveln bis jetzt geht es ziemlich flink eigentlich. Beschwere ich mich nicht. Gibt ja genug Skills, die man sich aussuchen kann.
maximal gesundheitserhöht, Fertigpunkte, wo packt man das denn rein? Blockbrecher war das, was wir für diesen Kampfring brauchen, ne? Ich breche sofort die Waffendeckung eines Gegners und mache ihn anfällig für Folgeangriffe. Leicht, leicht, schwer. Niederschlag und ins Taumeln bringen ist natürlich auch cool. Aber das brauche ich für diesen Kampfding. Das hole ich mir mal. Also das ist dann... Okay. Gut, kann man sich halbwegs merken, glaube ich. Ja, dass ich immer noch zwei Schüsse für ein Wildschwein brauche, ist auch echt irgendwie peinlich. Ich muss mir hier keine Wildtiere mit meinem Fokus markieren, ich finde die auch so. Coole Ecke hier. Grünglanz ist da hinten. Cool. Wo? Da. Kann ich eigentlich nur aus Interesse Fische erschießen? Nee. Zumindest die da nicht. So. Wo muss ich Richtung Erden da? Da, wo die ganzen Gegner sind, nehme ich mal an. Okay, Headshot macht mehr Schaden. War das ein Stolperdraht? Hier ist einiges los. Muss ich mich auch vor den Stolperdrähten in Acht nehmen? Stolperdraht versehen. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Kann ich hinkriegen. Ich meine, ich kann sie auch einfach töten, aber ich könnte sie auch in die Stolperdrähte locken. Gut, soweit so gut. Ich kann mal mitnehmen. Komm, ich mach jetzt doch nicht lange rum mit irgendwelchen Stolperdrähten. Ich muss eine Brutstätte suchen und herausfinden, wie man die überbrückt. Ich bin doch hier vielmehr jemand für den manuellen. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Scheiß auf deine bescheuerten Stolperdrähte. Lass mich doch machen. Sei doch froh, dass ich dir helfe.
Kannst die Drähte doch dann danach wieder mitnehmen. Das war der letzte. Frieden. Hallo Schwester. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Warum heilst du so? Hoho, was für ein Tag. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Süden, verfolgen sie mehr Dornrücken? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Irvend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Ja, das sind aber nicht so die feine englische Art. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Stolperfallen erlauben dir, verschiedene Arten von Stolperdrähten zu platzieren. Tippe Linksklick an, während du zielst, um den ersten Ankerpunkt zu setzen. Und feuere erneut, um den zweiten zu platzieren. Es gibt ein Limit, wie viele Stolperdrähte man zur selben Zeit platzieren kann. Okay. Und man sollte nicht selber reinlaufen. Im Prinzip wie im ersten Teil. Gegner, die den Stolperdraht auslösen, nehmen Schockschaden und Schockaufbau, was durch ein Symbol über ihnen angezeigt wird. Wenn das Aufbausymbol voll ist, dann werden Gegner für eine kurze Zeit geschockt. Gegner können sich in dem betäubten Zustand nicht bewegen und sind anfällig für kritische Treffer von Nahkampfangriffen. Jawohl. Weiß nicht, ob ich das oft benutzen werde. Je nach Situation vielleicht ein paar Mal. Gucken wir mal. Ich bin eigentlich nie so der große Fallensteller. Ist das da oben eins von diesen Schweinen? Ich könnte Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Ja. Suche nach Erens Spuren. Der Spurenleser. Ah. Spuren. Vielleicht von Erend und der Garde.